Schön. Ich habe jetzt wieder das Laub vergessen. Ne? C'est la vie. So. Guten Tag, Herr von und zu Skellington. Jetzt habe ich wieder Schrott im Inventar. Das ist wieder super. So. Ist natürlich schon weit gekommen. Wieso habe ich denn hier das gebratene Fleisch reingepackt? Bin ich denn doof? Hm. Anscheinend ja. Bitte nicht antworten. Ja, 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 ja. Okay, Stein hat er gleich fertig geputzelt. Dann kommt dann gleich dazu, hier Gold zu putzeln. Das ist okay. Zwischendurch sollte ich irgendwann wieder hier hinkommen und aufräumen. Da die Endproduktekiste. Damit das mal entleert wird und damit hier die Produktion weitergehen kann. Weil irgendwann kommt das natürlich ins Stocken. Ganz klar. Wenn du nichts entleerst. Wenn du das nicht weiter transferierst. Aber das wäre auch zu viel des Guten. Dann würde ich echt übertreiben mit dem ganzen Lagersystem und all. Ernsthaft. Was glaubst du denn, wer du bist? Ach, sag mal. So, mit dem Bauschwert hier erstmal erledigt. Mann, Mann, Mann hier. Einmal mit Profis. Eingebildete Leute. Oh. Ich weiß, wo der Meteorit runtergefallen ist. Krass. Dieses Haus war eh dem Untergang geweiht, oder was? Ach du Scheiße. Holy moly. Aber das Bett steht noch. Beständig, wie ist es? Okay. Ich packe hier mal ein bisschen Kleiderdatsch rein. Das ist ja jetzt, na gut, wir haben immer damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Und es ist auch wirklich sowas passiert. Das ist nicht toll. Da hinten auch. Mir ist auch eine Runde gekommen. Hallo. Gib mir ja die schöne Erde hier. Oh, so eine schöne Erde. Mh. Am liebsten nach dem Baden. Erde. Tolle Erde. Joa. Ich glaube, so langsam sollte ich manchen Hinweisen folgen. Sonst wird die Welt hier echt noch zerstört. Oh, Kohle. Wo kommt denn jetzt die Kohle her? Ach, aus dem Untergrund. Ja, klar. Boah, kommt jetzt einmal hier rein. Ist immer fein. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Puh. Ja, 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 ja. Ich wollte hier neulich noch einen Wald pflanzen. Na gut, dass ich das noch nicht getan habe. Ne? Miau. Schön. Wunderschön. So, dann gib mal den ganzen Kleiderradatschi her. Und dann verwursteln wir das einmal zu 100.000 Millionen 350 Ziegelsteinen. Wir brauchen es ja. So, und um das Wiederaufgebaue von da hinten, da kümmern wir uns dann ein bisschen später drum. Ne, weil jetzt habe ich das... Ich habe das Gepäck jetzt vollgepackt für, ne? Den Weiterbau hier. Das wird sowieso hinten und vorne nicht reichen. Wobei, vielleicht um die Mauer jetzt tatsächlich mal zu vollenden. Das wäre tatsächlich mal so ein Ziel, das man jetzt mal so langsam erreichen könnte. Das wäre eigentlich okay. Aber ob das auch wirklich so klappt, ist so eine andere Geschichte. Ne? Aber es könnte klappen. Eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Miau, miau. Gib uns Fisch. Fisch, 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 Fisch.
So. Zack. Reicht erstmal an Ziegeltreppen, oder? Oder? Ich hoffe doch. Sind wir hier schon einmal ganz rum? Genau, von der Innenseite. Dann müssen wir jetzt noch die Außenseite machen. Yay! Außenseite! Es kann nur gut werden. Hoffe ich. Muss die Sonne da stehen? Geht die nicht sonst da hinten unter? Ah, okay, sie bewegt sich aber von da an nach da und geht dann da unter. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die Sonne steht da an einem anderen Ort. Irgendwas ist mit der Welt nicht so ganz okay. War das jetzt hier? Verdammt. Das Haus! Das Haus am See! Das Haus am Meer in dem Fall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, eine in die Tiefe. Okay. Ach ja, Minecraft mit Shader sieht einfach schon großartig aus. Kann man nicht anders sagen. Ach ja, und hier das. Oh Gott, gut, dass ich so viel Stufen hergestellt habe. Hatte ganz kurz überlegt, ob ich zu viel hatte, aber dann wurde ich des Besseren belehrt. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ja. Wir brauchen hier noch 500.000 Millionen 50 Stunden. Ich sehe das schon kommen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Diese bedrohliche Schatten. Ja, ja. Ups. Oh. Oh. Hat jemand irgendwie nicht vernünftig geterraformt, habe ich so das Gefühl. Ich will ja niemand angucken. Ja. Ich will mich auch nicht verbauen. Aber hier geht's nicht nach Wollen. So. Habe ich denn noch irgendwie was Spannendes zu erzählen? Derzeit kommen halt relativ oft halt auch die Frage, wann ist mal wieder eine neue Moria-Session? Na, also wann geht's mal wieder ans ordentliche Gebaue unten in Neumoria, ordentlich Steine abkloppen und. Voraussichtlich im März. Wann genau, weiß ich noch nicht, weil ich den Termin noch nicht wirklich festgesetzt habe. Also ungefähr im März wird es wahrscheinlich so sein. Ja, weil dann Urlaub und so und dann kann man das halt wieder bewerkstelligen. Kennt man ja schon, das Dilemma. So. Wer hat denn hier geterraformt? Oh, das war ich. Wer hat denn hier so viel Scheiße gemacht? Das war ja auch ich. Oh Mann. Wir müssen hier sowieso dann noch ordentlich terraformen, damit hier die Gegend wirklich so aussieht, wie ich es gerne hätte. Aber sowieso, wir müssen jetzt demnächst erstmal die Welt reparieren und 100.000 Flicken bereinigen. Und ein Haus reparieren. Und keine Ahnung, was für Lebensziele man sich halt sonst noch so, ne, macht und sowas. Ne, mein Lebensziel ist es nicht, ein Haus zu bauen. Nein, das habe ich schon getan. Mein Lebensziel ist es einfach, ne, Häuser zu reparieren. Ganz einfach. Nein, ich bin kein Zimmerer. Nein, verdammt. So. Wird auch bald wieder dunkel. Das finde ich toll. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln und außerdem stört einen niemanden in den späten Abendstunden. Also, kenne ich zumindest so. Ist halt auch so ein Vorteil von nachtaktiven Leuten, wie ich es bin. Ne? Tagsüber halt sowieso Arbeit und nachtsüber dann meistens dann aufnehmen und sowas. Du hast nachts einfach deine Ruhe. Stört dich keiner, weil die meisten schlafen. Niemand will irgendwas von dir, niemand erwartet etwas von dir. Weil, ne, nachts hast du meistens deine Ruhe. Meistens. Nicht immer, aber oft. Das ist wirklich ein extremer Vorteil für Leute wie mich. Tagsüber sowieso nie zu Hause sind.
So, weg mit dem Mist hier. Ich muss mal langsam schlafen gehen, ne? Okay. Dann gehe ich mal. War jetzt auch schon wieder lange genug Tag. Also eigentlich gar nicht, aber egal. Ach ja, ach ja, ach ja. Derzeit werkeln wir wirklich extrem viel hier dran, habe ich das Gefühl. Wir brauchen ja auch viel Zeit, die wir hierfür brauchen, um das hier irgendwie fertigzustellen. Und allein nur die Grundmauern hier. Da ist ja da noch nichts innerhalb des ganzen Gedöns hier gebaut. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Und dann hier nochmal mit den Burggraben, der hier vorne durchführen soll und so was. Und ach, ich habe mir einfach sehr viel dafür vorgenommen. Sehr viel. Zu viel vielleicht. Ist ja auch egal. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Machen wir mal von hier aus gleich weiter. Und ich muss schon wieder Kartoffeln essen. Es ist doch nicht wahr. Wenn ich so viel essen müsste im Real Life, ne? Wie der Typ hier. Ich würde aufgehen wie eine Flunder. Ist so. So. Das ging jetzt gerade mal ein bisschen schneller als das übliche. Kommst du wohl her? Nutze die Macht. Die Macht. Die Macht ist stark in dir, Mammut. Ja, komm zu mir. Komm zu mir. Ich habe die Macht. Okay. Ich habe ein Magnetschwert. Zählt das auch? Ich glaube nicht, ne? Egal. So. Ja, vielleicht sollte ich das dann doch unterbinden, das hier so lange zu machen. Wobei, es geht eigentlich. Es geht. Kann man machen. Komm mal ein bisschen schneller voran, als würde ich das hier alles einzeln machen. Schönheitsarbeiten kann man dann immer noch machen. Ja. Wenn man natürlich irgendwo stecken bleibt, ist natürlich schlecht. Aber was willst du machen? Es geht schneller. Glaube ich. Wenn man nicht allzu doof ist hier. So, sind wir fast einmal ganz rum. Ja, nur fast. So, oh, wir sind einmal rum. Okay, perfekt. Dann kann ich jetzt hier mein Unrat noch beseitigen. Und dann haben wir schon mal die außenuntere Bordüre. Außenuntere Bordüre. Weißt du Bescheid? Ne? So, wann genau das dann halt auch mit Neumoria dann nochmal stattfindet und sowas, da werde ich dann halt auch noch rechtzeitig hier in Minecraft halt auch nochmal Bescheid sagen. So wie ich das halt immer handhabe. So dass ihr es eigentlich, wenn ihr das Let's Play immer regelmäßig verfolgt, gar nicht verpassen könnt. So, und dann gibt es da halt auch wieder Anmeldeformular und. Das Übliche, man kennt das ja. Ich muss sowieso hier draußen bleiben. Ich muss ja jetzt von außen hier die Dinge anbringen. Oh. So, und das wird jetzt sowieso nochmal ein bisschen ätzend hier. Außer ich würde mir ein Baugerüst bauen, was ich nicht tue. Habe ich noch irgendwie was Interessantes, was ich gerade erzählen kann? Ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Na, also arbeitstechnisch. Alles weitestgehend normalisiert. Kann nicht mehr meckern im Moment. Weil es einfach nichts zu meckern gibt, großartig. Außer halt so lapidale Dinge, die sowieso immer anwesend sind. Aber sonst hält es sich eigentlich in Grenzen. Spieletechnisch hänge ich derzeit halt immer noch im Final Fantasy herum, aber auch nicht mehr lange.
ein Spiel, das mir sehr viel Spaß macht.